Herzlich willkommen zur 73. Folge Industrial Revolution mit dem Maximilian. Moin moin. Moin moin. So, ich brauche Speedmodule für Schmiermittel. So, muss ich dann noch eine Anlage abknapseln. Oh. Wir haben zu viel Leichtöl. Und wir haben zu viel Leichtöl, weil wir zu viel Alkangas haben. Und warum? Achso, ja, weil Maximilian das die Leitung da umgekappt hatte. Okay. Dann sollte sich ja das gleich. Wieder theoretisch anpassen, oder? Weiß, wir hatten sie irgendwo. Wo hatten wir die Advanced Motoren? Hier unten. Was fehlt da? Keine Ahnung. Kannst du mal kurz schauen, dass ich das gleich mitbringt habe, bevor ich jetzt runterlaufe? Ich habe gerade nur gesehen, dass da keine da sind. Da fehlt. Stahl, Zahnräder. Okay, da sind da welche drin. Bisschen Stahl mit. Kann ich da irgendwas reinschmeißen? Viel zu wenig Strom. Was kostet Solar? Carbon. Oh, Alter. Obwohl, die machen natürlich 75 Megawatt. Und wenn wir davon die größere Variante bauen. Ich packe die mal ganz kurz in die Forschung mit rein. Das okay, wir müssen gucken, dass wir mit deutlich mehr Platz schaffen. Könnte das links eine Halbinsel sein? Links? Ja. Du meinst das hier? Ja. Könnte, glaube, entweder ist es eine Verbindung, weil hier oben siehst du ja, dass hier wahrscheinlich irgendwie so hier was runtergeht, oder es ist eine Halbinsel. Gerade am Craften, ich lauf mal. Muss eh warten, bis hier die Advanced Motoren fertig sind. Ja, ich bin ja schon im Auto unterwegs. Aber ich muss eh warten, bis. Ja, ich muss auch warten. Blaue Sachen fertig sind.
Das wäre natürlich nicht schlecht, weil dann könnte man nämlich die Nester hier vorne ausrotten. Und könnten Pass eigentlich. auf, beweg dich ein bisschen weiter vom Wasser weg und fährst du direkt in den Nest rein. Ist nicht mein Problem. Auf jeden Fall sehr bewaldet. Ich glaube, da wirst du zu Fuß weiter müssen. Ich glaube, deswegen sind wir hier noch nicht weiter gelaufen. Ja, ich glaube ich auch. Ey, Drecksviecher, geht doch nicht da. Alter, ich komme es. Beim besten Willen, hier kommst du nicht mal zu Fuß durch. Nutzt doch deine Roboter, um einen ganz dünnen Strich immer frei zu machen, auf den du dann läufst. Nee. Dann komm mal dahin, wo ich bin, dann kümmere ich mich mal darum, das zu erkunden. Warum? Komm du doch hier hin, wo ich bin. Dann kannst du das Auto. Dann hast du mal das Auto und du kannst wieder bei der Basis weitermachen. Ich muss eh warten. Wie gesagt, ich kann halt im Moment nichts machen. Ich muss jetzt auf blaue Bänder warten. Ja, nicht auf Advanced Motoren. Alter, du kommst hier beim besten Willen nicht durch. Das ist keine Halbinsel. Verbindung? Jawohl, und hier oben sind auch schon blaue Viecher. Ja, blaue haben wir doch schon überall, Opa. Das ist keine Halbinsel hier. Das ist eine Verbindung. Ja, gut, aber es wären trotzdem nur zwei Seiten, von der wir angegriffen werden, nicht von vieren. Ja, aber so hätte ich jetzt gesagt, wir könnten einfach, was weiß ich, von hier nach da zumachen. Und hätten die ganze Ecke dann frei. Und hätten dann, was weiß ich, von da noch nach dazu gemacht, dann wäre die ganze linke Seite dicht gewesen. Und so müssen wir jetzt halt. Ja gut, dann müssen wir wahrscheinlich ungefähr von hier bis, ich schätze mal, bis hier vielleicht doch zumachen und dann hat. Da ist ja auch schon eine so große Strecke dann. Ja, die große Strecke ist aber dann die. Dass wir die Munition darüber zu bekommen. Ja, klar. Und das sind mal locker eine halbe Million Eisen, die dabei draufgehen, bei solcher Menge. Ja. Da haben wir keine Chance. Ja, die Frage ist halt, inwieweit das nächste Nest weg ist. Also wenn wir das wegmachen würden, weil da ist ja aktuell noch keine Pollution. Also zumindest noch nicht so, wie ich es jetzt sehe. Die endet da ja irgendwo auf dem Wasser. Das Nest ist ja noch nicht drin, glaube ich, zumindest. Also zumindest das, was ich bis jetzt vom Nest sehe. Über die Karte. Ist das ärgerlich. Kommst du noch ein bisschen näher ran? Nee, da gehe ich nicht ran. Ja, nur ein bisschen vielleicht. Nein, da gehe ich nicht ran. Weil da komme ich nie wieder weg. Wenn ich da einen Meter zu nah rangehe, dann bin ich tot. Deswegen gehe ich da nicht näher ran. Es wäre mal interessant gewesen, ob das Nest schon in der Umwelt verschmutzt ist oder nicht, aber es sieht nicht danach aus. Alter, habt ihr Saftsäcke etwa mal links kaputt gemacht? Oh, die haben mein Auto kaputt gemacht. Ja, haben sie. Viel Spaß. Schön.
Nein, wir müssen ja dann. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Pass auf, wir müssen ihn mal aufsetzen. Wir setzen. Das ist doch ein Munitionsband hier, ne? Genau, wir setzen das Munitionsband von hier vorne aus. Setzen wir das hier irgendwie rüber. Und gehen mit der Mauer dann hier hoch. Dann hätten wir das zweite Kohlefeld auch noch mit drin. Ja. Aber vorher muss, glaube ich, das weg. Habe ich doch Was, gerade gesagt. also. Wobei, und wahrscheinlich noch nicht mal unbedingt, glaube ich. Ich würde Doch, bald, das glaube ich, muss erst weg. sagen, erst das Das muss weg. Munitionsband. Das Ja, Ding dann hätten wir muss aber eine weg. Safe Zone, eine nähere Safe Zone. Ja, das ist mir vollkommen egal, das Ding muss weg. Ja, aber es muss vielleicht nicht unbedingt vor der Baust vor der Mauer verlegt und weg. Doch. Das machen wir jetzt weg. Bereite mich mal vor, ich gucke mal, was wir noch machen können an. Ach so, shit, die blaue Magazin ist ja schon die bessere, ne? Blau ist schon die bessere. Nee, wir hätten noch wir hätten noch Stahlmagazine und Das ist aber. Titaniummagazine. Ja, Titanium haben wir bei weitem nicht genug übrig. Und Stahl bringt nur zwei mehr. Also zwei Schaden mehr. Ja, und wenn wir Titaniummagazine bauen würden, würde ich dann wahrscheinlich schon bald eher sagen, macht wahrscheinlich Sinn, dann auch gleich auf die Mini dann zu gehen. Wir haben nicht genug Titanium, wir können es nicht bauen. Brauchen wir mehr Titanium? Okay, kriegt man Titanium noch irgendwo anders raus? Titanium aus Refined Titanium, aus Titanium Powder und aus Titanium Scrap. Woraus kriegt man Titanium Powder? Aus Refined Titanium. Woraus kriegt man noch Titanium? Aus Crushed Iron Ore. Ja, Also nur das war's. daraus. Das heißt, wir müssen das Nest wegmachen, müssen die Mauer ausbauen, müssen mehr Strom bauen, damit wir mehr Eisen machen können und mehr verbrauchen können. Dementsprechend kriegen wir dann mehr Titan, nee, mehr. Mehr Zeugs. Du hast den im Blueprint schon teilweise Advanced Ore Crusher drin, deshalb bauen sie die mir nicht. Ja. Weil wir brauchen ja mehr Titanium. Ja. Aber das macht halt einfach keinen Sinn, weil das Bottleneck sind unten die elektrischen Furnace. Und wenn ich die jetzt erweitern würde auf die Advanced Furnaces, Ja. kriege ich das nicht mehr hin, dann müsste ich komplett umbauen. Musst du das dann nicht mehr hin? Ne, weil die nicht mehr 4x4 sind, sondern die sind 5, die sind nicht 3x3 groß wie die normalen. Ne, 1, 2, 3, 4, 5. Und die sind 1, 2, 3, 4, 5, 6x6. Würdest du auch nicht hindrehen, wenn du das Output-Fließband dann da unten setzt? Und Ne. das Titanium-Output-Fließband vielleicht noch nach unten setzt Ne, weiter, also dass das es noch wieder bringt drauf nichts, hatte. weil ich habe halt in der Breite nicht genug Platz. Ja, die Frage ist, glaube ich, da aber auch, braucht ein Advanced Furnace auch nur ein Thrasher davor, oder ist dann der Thrasher zu langsam, dass du dann quasi zwei Thrasher erschießen Ne, dann könntest? kommt der Advanced Crusher hin und der hat dann wieder das genau gleich dann.
so, okay. Du hast eine Herrscherrate von 3,2. Du hast eine Herrscherrate von 5,6. Wir sind schon. Ich bin deutlich besser. Wieder alles umbauen. Wieder alles umbauen. Katastrophe, ey. Ja, kommt halt nichts an. Ach, hallo Roboters. Was macht ihr denn hier? So vergessen. Ja, da kriegst du ein Munitionsband in 10 Jahren. Aber das eine Munitionsband, das teste ich jetzt erstmal maximieren. Kriegst nicht. Wir haben ja Friendly Fire aus oder was? Probier's doch mal, hab ich irgendwas, was jetzt nicht so wertvoll ist. Probier's mal an dem hier. Warte ganz kurz, ich muss. Ey, wir kriegen tatsächlich keine Funatzes mehr, ne? Ne, die Advanced sind die besser, die besten, die wir drehen. Kann ich auch nicht drauf schießen. Ich kann auf gar nichts schießen. Ja, jetzt haben wir. Sag los, jetzt haben wir keine. Wo sind denn unsere Flaschen? Flaschen. Ja, wir haben keine blauen Flaschen mehr. Und warum? Wir haben alles. Das ist einfach nur Crafting Speed oder was? Uff. Ja, einfach nur Crafting Speed. Ich glaube, was glaubst du? Wir kommen um den Komplettumbau nicht. Oh, da kommen ja Roboter von mir. Okay, dann ich gehe jetzt mal hoch. Ah, ich komme mit. Es muss doch irgendwie möglich sein. Ich meine, wir haben jetzt deutlich mehr Schussgeschwindigkeit und wir haben deutlich mehr Schaden. Es muss dann doch möglich sein, die Viecher da oben jetzt wegzukriegen, oder nicht? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wenigstens dieses eine verdammte Nest da.
Schaust du dich oder was? Alter, du hast da oben so viele Viecher, dass du damit ja schon gar nicht mehr zurande kommst. Ja. Pass auf, du läufst hin, lockst die Viecher raus und ich guck mal, ob ich irgendwas an Nester wegmachen kann. Es ist natürlich wichtig, dass alle blauen. Alter, nee, vergiss es, guck mal, was dahinter steht. Da komme ich doch gar nicht ran. Vor allem die Dinger sind so schnell, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Keine Chance. Ich schaffe es noch nicht mal mit dem Leben bis zu hin. Oh, ich glaube, ich bin jetzt auch tot. Oh. 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 Eieieiei. Das hier meine oder deine? Was? Roboters. Kann ich gleich sagen, was sie dabei haben? Greifarme, dann ist das meine wahrscheinlich. Oder teils, teils. Ja, nimm du sie erstmal mit und dann schauen wir, oder ich hatte auf jeden Fall 20. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wenn wir jetzt schon Ich hier will mal unten eine sind. Leiche einsammeln. Ja, du hast 15 Minuten Zeit. Lass uns mal Türme mitnehmen und noch ein bisschen Munition mitnehmen. Nee, Türme und. Hast du. Scheiße. Falsche Basis. Nimm du mal ein paar Strommasten mit. Ich hatte noch ziemlich viele Strommasten. Okay. Wie sieht das mit Fließbändern aus? Gelbe hatte ich, rote nicht mehr so viele, glaube Ja, ich. okay, warte mal, könnte das. Hast du noch Greifarme dabei gehabt? Sehe ich mich? Nee, ganz knapp nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ein paar blaue bestimmt. Okay, das könnte dann passen. Warte mal. Ja, ich habe eine Idee. Ich habe da eine Idee. Soll ich jetzt noch was mitnehmen, oder? Nee, ich glaube aktuell nicht. Wir müssten alles dabei haben. Natürlich kritisch. Ich glaube, unsere beste Chance ist wirklich, wenn wir die Mauer erstmal ein bisschen noch nach rechts verschieben.
Lauf! Lauf! Am besten hinter dem Ohr. Angriff live. Das ist unglaublich. Nimm Strom mit. Ja, eine Senkrechte nicht besser? Nee, nee. Ich gucke jetzt mal, versuchen wir mal vorsichtig erstmal uns den Wald hier wegzumachen und uns dann ganz langsam. Aber du hast meine Roboter. Ich habe nämlich keine mehr. Ich habe auch nur 22 oder so. Ich schmeiß mal die Hälfte rüber. Vorsichtig mit dem Abrissplan. Immer nur so viel abreißen, wie geht. Das meinte ich. Nur so viel abreißen wie geht. Weil das ist nämlich richtig teuer, die Roboter zu verlieren. Ja, ich weiß. Roboter, mach schneller, 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 Roboter, schneller, schneller, Roboter, fliegt! Oh, ey, die sind einfach viel zu langsam. Musst du mit der Hand machen, das funktioniert nicht. Ja. Ich mach meine jetzt auch aus. Oh, 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 oh. Du hast welche verloren. Die waren die ganze Zeit auf dich. Ich hatte nur zwei gehabt. Oh, oh. Ich muss mal schon stehen bleiben, erstmal wieder heilen. So, komm, jetzt vier, die da noch sind. Komm her. Oh, jetzt drehen die wieder um. Pass auf, lauf du mal rein, lock die weg. Die drei, die unten noch sind. Ja, hat nicht geklappt. Ja, ich stecke fest, ich stecke fest, ich stecke fest, ich brauche Hilfe. Komm mal runter, schnell! Schnell! Nimm die mir weg, nimm die mir weg, nimm die mir weg, nein! Oh, Alter! What the fuck? Ich muss auch kurz warten, aber ich glaube, ich bin deutlich höher als du. Nee, ist jetzt egal. Ich hab die jetzt da weg.
Ja. Oh, man sollte nicht in der Spur stehen bleiben. Alter, ey, das sind drei Nester. Ja, und soll ich dir was sagen? Da oben sind deutlich mehr. Die müssten eigentlich auch noch weg. Ach du meine Güte. Wie sollen wir das schaffen, Opa? Die Taktik mit den Türmen hier ist schon gar nicht so verkehrt. Ey, das sind zwei Nester direkt hintereinander. Mit was weiß ich, wie vielen Nestern. Ist mir vollkommen egal. Komm, dann bring ich Strom mit. Ah, ich komme gerade zurück, um Strom zu holen. Mach ein bisschen senkrecht noch nach oben oder nach unten am Ende. Nein, noch. Ich Oh. hätte es gedacht, die anderen auf der anderen Seite die Türme. Nein. Geh da nicht so daran. Weil wenn du die jetzt pulst, dann haben wir keine Chance, weil die Munition braucht noch ein bisschen, bis die hier ist. So, das wird unsere Verteidigung. Ne, ich warte jetzt erstmal ganz kurz. Und dann versuchen wir uns jetzt mit Hätte dem auch noch Teil. Mauern, um das ein bisschen besser zu Ja, schützen. setz nochmal eine Reihe Mauern vor die Strommasten. Wenn wir da jetzt erstmal die Viecher rausholen, könnte das unter Umständen schwierig werden. Okay, das klappt schon mal nicht schlecht. Dann holen wir mal die Viecher jetzt hier an. Warte noch kurz. Wir haben noch nicht genug Munition hier. Ja, muss gleich wieder alle holen, ey. Mann. Und die ganzen Spucker hier. What the fuck? Ja. Ey, sobald du angespuckt wirst, du kannst dich gar nicht mehr bewegen. Jetzt habe ich ein Problem. An die Leiche komme ich nie wieder dran. Nicht so lange das Nest noch ist. Also nie wieder. Weil ich glaube nicht, dass wir das Nest in 15 Minuten wegkriegen. Ach, dammit. Ja, vielleicht, wenn du von ganz unten kommst, wenn ich nachdem ich weggelockt habe und dann die maximale Entfernung nimmst, vielleicht kommst du dann dran, ohne sich zu trödern. Unwahrscheinlich, weil es braucht halt ziemlich lange. Geh doch mal mit der Maus über einen Wurm. Dann siehst du ja die Triggerreichweite. Nee, warte, hab ich die Schütze? Oh, nee, ich hab die Schütze an. Ich sehe die nicht.
ich sehe die. Müssen wir da muss da drüber gehen. Aber nicht an der Zeit, komischerweise. Sonst eigentlich immer auch, aber irgendwie jetzt nicht mehr. Doch, ich könnte, wo ich jetzt stehe, ich könnte abbauen, Opa. Ja, ich bin gleich da. Wie viele Minuten? Das heißt, du kommst dran. Du hast noch 13 Minuten, oh. 10 Sekunden. Ja, 10 Sekunden nehme ich, aber 13 Minuten. Ja, toll. Ja, ich lock gerade nochmal weg, da nicht so viele da sind. Jetzt hast du aber die blauen Viecher so nach hier reingelockt, jetzt komme ich wieder nicht dran. Ja, ich lock jetzt nochmal von oben und dann sind sie weg. Ich muss erstmal hier diese Versammlung hier weglocken. Warte, warte, warte. Beweg dich nicht, beweg dich nicht. Wenn ich mich jetzt nicht bewege, bin ich tot. Oh Mann, ey. Jetzt. Nein, weil wenn du die von oben lockst, laufen die nach unten. Aber ich glaube, ich habe alles. Ja, die Leiche ist weg. Gut, dann würde ich sagen, hauen rein, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Ciao, ciao.